Leute und herzlich willkommen zurück zu When It's Monday. Wir sind immer noch hier bei den alten Knacker bei Books und wir brauchen unsere blöden Büchereiausweis, den wir nicht haben. Und kriegen wir das Hufeisen wenigstens? Das gebe ich mit bloßen Händen nicht ab. Okay, nicht mit bloßen Händen, aber wir haben ja die Brechstange. Kriegen wir das dann? Ja, natürlich! Oh, Wendy! Wendy hat es drauf. Okay, wir haben Hufeisen. Kriegen wir den Wagen? Ich nehme dem alten Mann doch nicht den Wagen weg. Doch. Wenn ich die alle durchblättern muss, finde ich nie, was ich suche. Ach, so viele sind es auch nicht. Da habe ich ja mehr zu Hause. Komm. Müssen wir halt gucken, was wir machen können. Rohre. Können wir die Rohre mit den Brecheisen bearbeiten? Nein, okay. So viel zu den Rohren. Sorry, geht nicht. Können wir... den Typen mit dem Brecheisen bearbeiten. So nochmal eins auf die Fresse geben. Der ist mir noch zu laut. Klappbett. Ja! Woo! Wir sind so klug! Ich meine, viel mehr blieb uns auch nicht über. Alter. Wir haben eine Flasche. Puh, scheiße, ich wäre fast draufgegangen. So, jetzt bist du in Sicherheit. Mann, keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Echt, vielen Dank. Ach komm, es war doch gar nichts. Nichts? Ich wäre fast erstickt. Ich schulde dir was, Mann. Sag mir, was ich für dich tun kann. Was? Brauchst du? Nee, danke. Probier's mir abzugewöhnen. Ach echt? Hab's ein paar Mal probiert, aber die kleinen Scheißer lassen meinem keine Ruhe. Hör zu, wir machen's so. Ich kontrolliere hier drin den Verkehr von Nikotinkaugummis. Okay. Das ist das Einzige, an das Lise nicht selbst drankommt. Also kriegt das von mir. Aber wenn du welches brauchst, kriegst du's. Hier, nimm. Alles deins. Yay! Übrigens, ich bin Karl. Obwohl mich alle Mr. Touchdown nennen. So, hier deine erste Packung. Wir haben Kaugummi! Oh, danke. Ich bin Randall und du musst das nicht machen. Hab doch nur... Das ist ja wohl das Mindeste, nachdem du mir das Leben gerettet hast. Weißt du was? Ich werde jetzt Nikotin-Kaugummis nur noch exklusiv an dich liefern. Ich schreib's mir ins Auftrag. Oh, wie süß. Wir sind die Einzigen, die jetzt Nikotin... Ehrlich, ich bin hier nur vorbeigekommen und... Kaugummis stehlen. Ich schick dir jeden Morgen eine Packung in die Zelle. Lass es dir schmecken, Mann. Danke. Wow. Danke. Ich mache auch leckeren Selbstgebrannten. Na, schau mal ins Waschbecken. Willst du probieren? Na los. Ich mach mir nichts aus Selbstgebrannten. Glaub mir, Kumpel, sowas hast du noch nie probiert. Verglichen damit schmeckt Pruno wie Rattenpisse. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, Pruno hat immer was von Rattenpisse im Abgang. Ja. Yeah. Egal. Was ich sagen will, mein Schnaps ist allererste Sahne. Nach den striktesten hygienischen Vorschriften fermentiert und er schmeckt... Ja, hygienisch. Eine Menge von den Tunden hier drin sagen, er ist reinstes Gift. Nur weil er wie Gift schmeckt. Aber du sagtest doch, er schmeckt super. Ja, wie Gift. Aber das ist nur der Geschmack. Wenn du fliegen willst, gibt's nichts Besseres. Der ist sogar so gut, dass ich mir den patentieren lassen will und nach draußen verkaufen. Hast du schon über einen Namen nachgedacht? Irgendjemand hat behauptet, dass er ihn an einen anderen Drink erinnert. Grog. Echt? Kann dein Schnaps Metall zum Schmelzen bringen? Tja, ein paar Jungs sagten ab und zu mal ein Loch in der Tasse. Dachte ich mir. Tja, dann nenn das Zeug doch einfach Grog. Weiß nicht. Hab ich noch nicht entschieden. Also, was kann ich sonst noch für dich tun? Naja. Ja. Eigentlich nicht. Jedenfalls nicht im Moment. Okay, dann bis später. Bis später. Und ich möchte die Flasche haben. So, können wir jetzt mit der Flasche uns den Selbstgebrannten holen? Das Waschbecken ist echt winzig. Da okay, kriegt die Flasche nicht rein. Können wir Kaugummi kauen? Können wir das irgendwie kauen? Kann ich... Nee, das hätte ich aufs Wendel angewendet. Super. Ah, ich hab okay. Das noch im Glas geflickt. Ja, dann nehmen wir das Glas... Den Schnaps. Supi, ich bin so intelligent. Oh mein Gott. Und das jetzt in die Flasche. Dafür ist... Okay, dann halt nicht in die Flasche. Mensch, lass mich doch in Ruhe. Ich höre dir gar nicht mehr zu. Und was gibt es draußen noch zu erledigen? Mary, wie geht's dir, alte Schnapsnase? Ach, scheiß auf den. Dann halt nett. Ich wollte nur nett zu ihm sein. Aber wenn ihr nett wollt, dann mache ich halt nettes. nettes. Kann ich ihn mit den Kaugummis bestechen? Warte, ich muss das aufmachen. Ich habe gar keine Kaugummis mehr. Ups. Warte mal. Kann ich den ablenken? Entschuldige, Breifresse. Treib's nicht zu weit. Es muss ja einfach irgendwas gut sein. Jetzt greife ich hier rein und pack mal das Dings über sein Essen. Oh, ich bin so klug.
Ich bin so gut. Hey, ich bin so ja gut. Doch, klar. Habe ich wohl halluziniert. Da war jemand. Kids. Ich glaube, mir reicht's mit dem Scheiß. Oh, mein Magen. Was ist das für eine rosa Flüssigkeit? Für meinen Magen. Das Baby hier hat mir schon öfters das Leben gerettet. Kann ich's mal ausborgen? Verpiss dich, Grünschnabel! Piss du dich! Verunreinigtes Essen? Denk nicht mal dran! Ich brauch das! Okay. Kann ich dir nicht einfach mit einem Brecheisen eins überziehen? Ich will keinen Streit. Jetzt haben wir das verunreinigte Essen. Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Aber nur, weil so ein scheiß Wurm drin war. Oh Gott, mir wird übel. Ist das eklig. Okay. Dickerchen sagt immer noch nichts. Was für einen Sinn soll das... Ja, okay, dann halt nicht. Da hinten gibt's für uns nichts mehr, also kann ich noch hier vorne gucken. Hm, da ist immer noch der Wasserhahn. Trockenes Laub. Hat er mitgenommen? Hatte ich das nicht schon? Kann ich da den Wurm reintun? Das wird nicht... Keine Ahnung, wieso ich das will. Was haben wir denn noch? Nichts, was sich gerade lohnen würde, denke ich mal. Es muss ja doch noch irgendwas geben. Mabel, mit dem wollen wir auch nicht reden, ne? Duschen dürfen wir nicht. Katze? Die fasse ich nicht an. Es läuft zwar in letzter Zeit nicht so. Oh, die ist aber voll süß. Da, 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 da. Können wir das Poster nochmal zur Seite nehmen? Randall, besorg mir den Sprengstoff. Ich warte hier. Wenn du dir Mühe gibst, wirst du schon was auftreiben. Okay, aber versprechen kann ich nichts. Mensch, wo sollen wir den Bibliotheksausweis herkriegen, wenn wir nicht mit Murray sprechen wollen? Ich denke nicht, dass Bruno einen hat. Der Dealer. Der Dealer kann auch alles besorgen, aber erst mit einem Tag. Das hat der Alte nochmal gesagt. Ich weiß nicht, was war irgendwie gestern, als ich aufgenommen habe. Warte, ich frag den Alten nochmal. Irgendwie müssten wir mit ihm reden können. Hey, Books! Komm, tut mir leid. Bitte. Sie können sich sicher noch an Ihren ersten Tag erinnern, oder? Ja. Kommen Sie, lassen Sie mal fünfe gerade sein. Nur das eine Mal. Ich bin ganz allein hier und keiner will mir helfen. Oh. Hast du ein Herz? Hab ein Herz, hab ein Herz. Es Deine klappt. Worte haben mich tief im Herzen getroffen. Oh. Und du hast recht. Wir kriegen das Buch. Dieser Ort kann ziemlich grausam sein. Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Jake mag dich nicht. Also, was? Kein Buch. Tut mir leid. Ach, kommen Sie. Ich dachte, in Ihrem Herzen hätte sich was geregt. Ja, Jake ist schon ein Herzchen. Kommen Sie, Brooks, geben Sie mir das Buch. Ich sagte nein. Schleich dich. Warte mal, wir haben ja den Wurm. Können wir den Wurm nicht einfach diesen falschen Vogel geben oder erstmal in Alkohol tränken und dann den Vogel geben? Sag danke, Jake. Ja, mag er mich jetzt? Krieg ich jetzt? Entschuldigung. Glauben Sie, der Vogel hat sich's überlegt? Glauben Sie, der Vogel hat sich's überlegt? Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Ich glaube, Jake mag dich. Ha! Hier, du kannst das Buch haben. Und denk dran, Ball flach halten. Wir haben das beschissene Buch endlich. Oh mein Gott. Das ist ein Necronomicon, wie heißt das denn? Danke, Brooks. Necronomicon? Werd's versuchen. Pferdekuchen? Was soll denn das sein? Brooks. Dreiviertel Teelöffel rosa Wismut? 4 Becher Dünger? Ein halbes Stück Seife? 6 Becher Phosphor? Ein halbes Becher Frittierfett? Was ist das für eine Scheiße? Man möchte sie alle Zutaten in einen geeigneten Behälter, Deckel drauf und ab dafür. Ja! Gut, ne? Wir haben davon noch gar nichts, aber ja. Gehen wir mal in die Küche, da können wir vielleicht dieses Fett kriegen. Dampf in der Tochter. Ich werd's nicht. Ofen. Was da wohl drin ist? Naja. Egal. Wenn es ihnen egal ist, dann bringt es uns nichts. Also ich kriege wahrscheinlich das Fett dann nicht. Es ist so kompliziert.
Ba-ba-ba. Hier ist auch kein Fett drin. Nichts, 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 nichts. Dürfen wir jetzt in die Dusche? Ich möchte jetzt die Seife haben. Momentan dürfen wir doch... Oh, Mary? Ein Stück Seife, wenn Sie mich also entschuldigen. Ein Stück Seife? Da drin findest du mit Sicherheit keins. Es gibt keine Warum Seife nicht? Im Duschraum? Nein, es gab da in der Vergangenheit... Oh mein Gott! Verstehe. Stinken deshalb alle hier drin so? Ne, weiß ich nicht. Aber Seife findest du nur an einem Ort. Im Loch. Oh, was, das Loch? Gott, das ist ja ekelhaft. Im Loch? Es geht hier doch um das Rektum von irgendjemanden, oder? Das hat man oft damit verglichen. Aber in Wirklichkeit ist das die Zelle für die Schlimmsten der Schlimm. Sonst gibt's aber nirgendwo Seife. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich muss dieses Loch sehen. Können Sie mir da helfen? Was? Können Sie mit Ihren Einfluss nicht wirken, dass ich da reingesteckt werde? Was muss ich machen, dass ich in dieses Loch komme? Mary, Sie sind hässlich. Reicht Können das? Können Sie mit Ihrem Einfluss nicht erwirken, dass ich da reingesteckt werde? Warum sollte jemand da freiwillig rein wollen? Ich mein's ernst. Können Sie mir das Loch nicht wenigstens einen Moment lang zeigen? Glaub mir, da willst du nicht hin. Also doch! Sind wir doch keine guten Freunde, was, Mary? Was muss ich machen, dass ich in dieses Loch komme? Ich sag ja, du musst was wirklich Schlimmes machen. Weißt du, hier gibt's ein paar strenge Regeln. Und wenn du einige von denen missachtest, dann wirst du ruckzuck ins Loch gesteckt. Sowas wie Drogenhandel, nächtliches Singen, Nein! Unnötige Handlungen, FKK... Tatsächlich, ich bin die ganze Zeit im Block. Stellen. Aber wenn du meinen Rat willst, machst du lieber keinen Ärger. Okay, ich versuche mir das zu merken. Danke für die Info, Murray. Sie kriegen auch was Schönes zum Geburtstag. Murray, Sie sind hässlich. Reicht das? Ich weiß, dass du das nicht so meinst, Junge. Mir ist voll auf bewusst, wie gut ich aussehe. Ja, oh. Blöder sexy Murray. Immer dieser sexy Murray, ey. Immer diese Kerle, die wissen, dass das sexy sind. Brecheisen! Nee, damit kann ich ihm keins überziehen. Das bringt ihn ja um. Das wäre eine Nummer zu hart. Okay, wir sollen ihn mit was anderen rächen. Nee. Hufeisen gegen den Kopf werfen? Nee. Huch? Warum? Weiß nicht, kann man auch über den Kopf ziehen. Flasche. Tut mir leid, mein Freund. Autsch. Oh mein Gott, Mary! Das war nicht sehr schlau, Junge. Du hast dir gerade einen All-Inclusive-Aufenthalt im Loch verdient. Okay, jetzt kriegen wir es unsere Seife. Die meisten Frischlinge werden in der ersten Nacht fast wahnsinnig. Irgendeiner bricht immer heulend zusammen. Das passiert jedes Mal. Die Frage ist nur, wer wird es sein? Man kann darauf Wetten abschließen, wie auf vieles andere auch. Ich hatte mein Geld auf Randy Hicks gesetzt. Okay. Wer sagt das, das immer? Das ist also das berühmte Loch. Okay. Schritt Nummer 1, ein Stück Seife finden. Schritt Nummer 2, schnell raus aus diesem Scheißloch. Schritt Nummer 3, heim zum lieben Marconi. Mein Gott, hätte nie gedacht, dass ich den stinkenden alten Arsch mal vermissen würde. Okay, ich würde sagen, hier. Nee, ich muss grad nicht. Oh, das ist so ein Eimer. Oh. Okay. Das ist ein Loch. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, doch nicht mit bloßen Händen. Beschmutzte Wand? Ich bin noch nicht in die Wand mit Fäusten bearbeitet. Hallo? Tür? Ist da jemand? Hört mich denn keiner? Hallo? Hallo? Ruhe, Gefangener! Hör auf zu schreien! Murray? Halt die Klappe! Was soll der Aufstand? Ich erahne ein gerüttelt Maß an Ablehnung in Ihrer Stimme, Murray. Meine Sympathie für dich hat sich in dem Moment verflüchtigt, als du mir die Flasche über den Kopf gezogen hast. Ach, kommen Sie, Murray. Seien Sie nicht so. Das war eine Ausnahme. Das passiert nie wieder. Ich schwör's. So was kann mal passieren. Das Loch wird dich schon zur Vernunft bringen. Wie bitte? Nach einer Weile da drin lernt man benehmen. Was genau heißt denn eine Weile? Eine ganz schön lange Zeit. Dein Vergehen war schwerwiegend. Das Loch wird dir Manieren beibringen. Murray, hier drin stinkt's. Das Loch wird nicht geputzt. Ach so. Und was sagt die Gewerbeaufsicht dazu? Naja.
Das Loch, das Loch. Soll mir das Angst machen, dass Sie immer das Loch sagen? Dir ist noch gar nicht klar, in was für Schwierigkeiten du steckst. Du steckst im Loch. Nichts wird sein wie vorher. Leute kommen da rein und das Loch zerstört ihre Seelen. Du hättest keinen Ärger machen sollen. Okay, okay. Wissen Sie eigentlich, sollte hier ein Stück Seife drin sein? Tut mir leid, ich habe jemanden auf der anderen Leitung. Wissen Sie, eigentlich sollte hier ein Stück Seife drin sein. Keine Seife da? Oh Mann, ich rufe den Hausmeister an und lass ihn eine herbringen. Mary, ich bin mir ziemlich sicher, das hier geht nicht gerade als riesig durch. Dann muss ich dir leider sagen, dass du wohl ohne Seife klarkommen musst. So läuft das hier im Loch. Sagen Sie nicht immer Loch. Oder geben Sie mir wenigstens die scheiß Seife. Tut mir leid. Keine Seife für die Gefangenen, die mir eine Flasche über den Schädel ziehen. Oh, so ein Arsch! Ach, darum geht's also. Wissen Sie was? Das hätte man ja von jedem erwarten können, aber von Ihnen, Murray. Der Murray, den ich kannte, war nie so nachtragend. Da. Nun, ich... Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen, junger Mann. Hey, lass das, Gefangener. Verdammt! War so nah dran. Murray, das mit der Flasche tut mir leid. Wann darf ich denn wieder raus? Tut mir leid, ich habe jemanden auf der anderen Leitung. Murray, das mit der Flasche tut mir leid. Wann darf ich denn wieder raus? Entschuldigung angenommen, aber das wird es für dich nicht angenehmer machen. Ach, kommen Sie. Sagen Sie mir wenigstens, wie lange ich hier festsitze. Junge, du steckst im Loch. Und da wird dir auch nicht gesagt, wie lange. Tatsächlich bleibst du noch ein paar Stunden länger drin als geplant. Oh, du Arsch! Kommst du morgen raus oder Donnerstag? Aber ganz sicher wirst du heute keine frische Luft mehr atmen. Mary, Sie wissen ja gar nicht, was Sie anrichten. Das ist lebenslänglich für mich. Das können Sie nicht machen. Willst du mich herausfordern? Du bleibst da drin, bis ich entscheide, dass es reicht. Verdammt, Mary, ich erkenne Sie ja gar nicht mehr. Seit wann sind Sie denn so fies? Haben Sie denn die arme Ente aus dem Park vergessen? Hey, woher weißt du das? Ich weiß, dass damals ein wahrer Held vor mir stand. Aber sie... Sie kenne ich gar nicht mehr. Du lügst. Tu ich nicht. Ich sah einen jungen Polizeibeamten mit einer glänzenden Zukunft, der alles riskierte, ein Leben zu retten. Aufhören! Dieser Mann, wie ein Superheld, der nicht wusste, welche Kräfte er entfaltet, man drückte dem armen Vieh den Brustkorb ein. Viele würden sagen, dass hier nur eine weitere arme Seele unter dem grausamen Stiefel der Gesellschaft zermalmt wurde. Aber nicht Sie, Murray. Sie doch nicht. Das reicht! Sagen Sie, Murray, wo ist dieser Held geblieben? Was ist mit ihm geschehen, Murray? Dieser Held starb zusammen mit der Ente. Genieß deine Strafe. Murray? Heulen Sie? Natürlich nicht! Natürlich nicht! Es ist schon okay, Murray. Sie können mir vertrauen. Lassen Sie es einfach raus. Abgelehnt. Gefangene im Loch müssen physisch wie psychisch gebrochen werden. Das sind nur meine Regeln. Na gut, Murray. Ich will nur, dass Sie wissen, dass Sie für mich immer ein Held sein werden. Danke. Ich hab ihn schon fast. Im Ernst, ich brauch die Seife wirklich. Im Ernst, ich brauch die Seife wirklich. Insasse, ich sehe das Problem nicht, das Loch ist sauber. Ist schon offen. Murray, ich muss mit Ihnen reden. Im Ernst, ich brauch die Seife wirklich. Insasse... Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen an dieser Stelle wieder. Also, bis zum nächsten Mal.